Sie sind sehr leidenschaftlich und auch empört. Ein positiver Aspekt: Es gibt Menschen, die empören sich seit den 70er Jahren. Ich spreche von Paul Watson, dem Gründer von Greenpeace. Er wurde lange als Hitzkopf betrachtet, der überall die Wale retten wollte, Walfangschiffe enterte. Heute wissen wir, er war seiner Zeit voraus. Die Regierung von Ecuador hat ihn gebeten, gegen illegalen Fischfang vorzugehen. Wir haben ihn auf seinem Boot vor Galapagos getroffen. Umweltschützer, Kämpfer, lebende Legende, Paul Watson. Seit 40 Jahren kämpft der Kanadier mit der Statur eines Boxers für die Meerestiere. Heute erfüllt er seine Mission im Archipel von Galapagos, 1000 Kilometer vor der Küste Ecuadors. Hier studierte Charles Darwin, wie sich die Arten an die jeweils unterschiedlichen Bedingungen der 13 Inseln des Archipels angepasst hatten. Hier kam ihm seine Idee zur Theorie der Evolution. Auch wenn sie nicht immer ungeteilte Zustimmung fanden, Paul Watsons Piratenaktionen hatten einen Vorteil. Sie waren wirkungsvoll. Am 16. Juli 1979 rammte er ohne Zögern den Walfänger Sierra und versenkte ihn um ein Haar. Seine größte Schlacht. Alle Welt sagte, wir könnten sie nicht aufhalten. Das Waltöten würde noch Jahrzehnte so weitergehen. Sie würden immer weiter Wale jagen. Wir haben sie verfolgt, haben sie zweimal gerammt, bis sie manövrierunfähig waren und haben ihr Transportschiff versenkt. Darauf bin ich wirklich stolz, die skrupellosesten Piratenfischer gestoppt zu haben. Einst Mitbegründer von Greenpeace verließ Watson die Bewegung, um auf seine Art gegen den illegalen Fischfang zu kämpfen. Dabei bevorzugte er eine harte Gangart. Er gründete seine eigene Organisation, The Sea Shepherd Conservation Society, die Gurtenhirten der Meere. Man nannte uns dann Piraten. Damit habe ich kein Problem. Als die Piraten im 17. Jahrhundert die Kontrolle über die Karibische See übernahmen, konnten weder die spanische noch die britische Flotte sie aufhalten. Henry Morgan blieb Sieger, der Pirat. Wenn du gegen Piraten kämpfst, musst du selbst Pirat sein. Wenn er die Wilddiebe nicht versenken kann, wählt er eine verwiegene Methode. Er geht längsseits und kappt das Treibnetz. Diesen Vorgang haben Kameraleute oft gefilmt. Die Diebe nahmen gewöhnlich schnell Reißaus. Wir haben tausende Kilometer an Netzen konfisziert, jede Art Netz. Der Schaden für diese Kriminellen liegt in zweistelliger Millionenhöhe. Manchmal ändert Watson seine Taktik. Dann stoppt er die illegalen Fänger, indem er ihre Fahrlinie kreuzt. Oft kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die ihn wegen seiner provokanten Methoden verfolgt. Aber hat Watson eine andere Wahl? Ohne ihn und seine Mitstreiter wären die größten Meeressäuger vielleicht schon ausgerottet. Wer sind also die Störenfriede? Wer sind also die Kriminellen? Sie dürfen nicht an Bord. Wir sind in neutralem Gewässer. Wir kämpfen gegen Kriminelle und werden beschuldigt, Gesetze zu brechen. Wir sind aber noch nie angeklagt worden, weil das diesen Wilderern viel zu heiß wäre. Sie verletzen schließlich die Gesetze. Wir sind eigentlich die Polizei und achten auf deren Einhaltung. Bitte verlassen Sie das Gewässer. Sie sind in einem Walschutzgebiet. Ihre Aktion ist illegal. Für Paul Watson ist der Schutz der Wale Lebenszweck geworden. Und inzwischen auch eine Frage der Ehre. Seit er 1975 im Pazifik eine Gruppe der Tiere vor sowjetischen Walfängern schützen wollte. Vor seinen Augen wurde ein Wal von einer Harpune in den Kopf getroffen. Ich sah in sein Auge, so groß wie meine Faust. Dieser Anblick hat mein Leben verändert. Der Wal wusste, was man ihm antat. Die Menschheit ist verrückt.
Von dem Tag an habe ich mein Leben den Walen und anderen Meerestieren gewidmet. Ich mache das nicht wegen der Menschen, sondern für die Tiere. Einer breiten Öffentlichkeit wurde Paul Watson auch bekannt durch den Kampf gegen das Robbentöten an der Seite Brigitte Bardots. Watson besprühte die kleinen Robben mit nicht abwaschbarer Farbe und machte damit das Fell wertlos für die Jäger. Hier auf Galapagos genießt Watson die Unterstützung der Behörden. In ihrem Auftrag kämpft er hier gegen den illegalen Fischfang. Der Archipel ist Heimat für 7000 Tierarten. 2500 davon sind endemische Arten. Sie haben sich an diesen begrenzten Lebensraum angepasst und kommen nur hier vor. Die Artenvielfalt der Galapagos-Inseln ist außergewöhnlich und muss um jeden Preis erhalten bleiben. Der Hai gehört zu den am stärksten bedrohten Tierarten. Auf Tiefseetauchgängen erfasst Paul Watson regelmäßig die Situation. Auf den Tauchgängen kann man sehr gut überprüfen, wie viele Haie es heute im Vergleich zu 2001 noch gibt. Es sind weniger geworden. Fischer versuchen hier immer wieder, gegen jedes Gesetz Haie zu erlegen. Wegen ihrer Flossen, die in der asiatischen Küche sehr beliebt sind. Diese Bilder gehen zu Herzen. Mit krimineller Energie werden Millionen von Haien verstümmelt und dann wieder ins Meer geworfen. Alle nur für einen Teller Suppe. Durch diese Jagd wurde im Laufe der Jahre die Hälfte der Haipopulation ausgerottet. Seit Paul Watson den Archipel kontrolliert, hat die Zahl der kriminellen Fischräuber stetig abgenommen. Eine andere Gefahr bedroht Galapagos in immer größerem Ausmaß, der Tourismus. Hotels schießen wie Pilze aus dem Boden und mit ihnen Restaurants und Souvenirshops. Die Zahl der Touristen steigt jedes Jahr um Zehntausende. Werden die Tiere, die hier seit Jahrtausenden leben, diese Invasion überstehen können? Ich glaube nicht, dass es auf Galapagos eine umweltverträgliche Entwicklung geben kann. Ich bin überzeugt, hier sollte überhaupt kein Mensch leben. Das ist der Ort auf der Welt, wo wir der Natur sich selbst überlassen sollten. Das wäre mein Wunsch. Galapagos ist ein Spiegelbild der allgemeinen Entwicklung. Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, Ausbeutung der Natur. Wenn wir das hier nicht ändern können, dann woanders erst recht nicht. Denn dieser Ort ist einmalig. Soll der Archipel wieder in ein Stück unberührte Natur verwandelt werden? Soll der Tourismus verbannt werden, der doch eine wichtige Einnahmequelle für das arme Land Ecuador ist? Sollen wir eine Balance suchen zwischen Bewahrung und sanfter Öffnung für die Welt außerhalb? Paul Watsons Radikalität hat einen Vorteil. Sie zwingt uns diese Fragen auf und die Suche nach den richtigen Antworten.